Hallo zusammen. Was macht man denn, wenn man doch mal gern einen Partner hätte und man hat einfach keinen Partner? Gut, dann ist mein Vorschlag, wir basteln uns einen mit wenigen Handgriffen. Wir basteln unseren Huke. So, was brauche ich dazu? Eigentlich so eine Decke. Kann ruhig das Ausmaß haben, muss nicht ganz so groß sein, aber je mehr man wickeln kann, umso stabiler ist sie dann auch. Wir brauchen also mindestens zwei Kissen. Die sind jetzt nicht allzu groß, wie ihr seht, gell? Weil wir brauchen eben hauptsächlich den Oberteil. Und ja, kann man vielleicht auch noch ein anderes Kissen noch dazulegen. So, dann, wenn ihr keinen Judogürtel zur Hand habt, wäre auch die Möglichkeit, einen Bademantelgürtel, kann man auch gut verwenden. Die sind sogar ziemlich gut zum Binden. Ich nehme meine berühmten Handtücher. Zwei Stück, wenn es nicht schlägt, gell? Okay, dann fangen wir an. Wir breiten das Handtuch aus und wickeln das zu einem Gürtel. Das kennen wir ja schon ganz gut, gell? So, Nummer 1. Ist vielleicht ganz praktisch, wenn es mal zwei größere Handtücher sind, aber die Normalgröße könnte es auch sein. So. Ich denke, das kann man gut bewerkstelligen, oder? Gut. So. Eins, zwei. Da sind die Kissen, die legen wir jetzt mal hier an den Rand vor uns hin. So, und jetzt tun wir es einfach einwickeln. So. Naja, ich glaube, tut noch ein bisschen weiter auf. Oben mehr. So, schön wickeln. So. Ja, da kann jetzt auch noch ein Kissen drin sein. Wäre jetzt gar nicht so spät. Gut, jetzt liegt unser Uke eigentlich schon fast da. So, jetzt nehmen wir einen Gürtel oder unser Handtuch. Und wickeln das da rum. Am besten, wir legen das so hin. Und wir machen. Es reicht eigentlich so ein einfacher Knoten aus. Das ist halt ziemlich gut. So. Und wir binden auch ganz unten zu, damit die Kissen nicht rausfallen. Ja, dann habt ihr dann so einfach einen Knoten so drüber und da kann man ruhig ein bisschen fester. Okay, so, jetzt hätten wir schon unseren Uke. Da schaut's. Da können wir umeinander. Gell? Aber es reicht gut aus. So. Also gerade für Boden. Gell? Wenn wir Haltegriff machen, da kann man sogar hier den Arm fassen. Cool ist natürlich, habt ihr
eine Judojacke übrig. So. Wenn nicht, macht auch nichts aus. Aber das sieht jetzt ja schon mal ganz gut aus, cool aus. Ne? So, die Judojacke noch drüber. Und fertig ist euer Dummy, euer Uke. So, jetzt habt ihr sogar einen richtigen lebensechten. Fast. Kann man auch noch den Gürtel rumbinden. So. Wer hat, der hat's. Ja. Okay, und schon sind wir mit unserem selbstgebastelten Uke etwas Jute üben. Gell? Zum Beispiel so. So ist natürlich super gut. Der wehrt sich überhaupt nicht. Der ist ganz weich. Gell? Dann kann man ruhig mal ein bisschen auch drauf drücken. Oder mal die Haltegriffe wiederholen. Ja? Und so weiter. Gell? Okay. Also, na mein Lieber. So. Also, es geht, gell? Und üb. So, ich habe noch ein Video von Samuel bekommen. Der hat nochmal erklärt, wie man einen Gürtel bindet. Das ist immer ganz schön anzuschauen. Das macht er ganz gut und das könnt ihr ja mal auch probieren. Das muss man eh immer zwischendurch machen. Gell? Okay, ich wünsche euch viel Spaß bis zum nächsten Online-Training, was bald kommt. Bis dann, Servus. Hey liebe Leute, ich möchte euch heute zeigen, wie man seinen Gürtel richtig bindet. Also zuallererst, wenn ihr halt Mitschrift habt und es nach vorne haben wollt, dann würde ich die Seite nach vorne tun. Also jetzt so, dass ihr alles sehen könnt, habe ich den Gürtelanfang hier an die rechte Hüfte angelegt und jetzt binde ich hier mit der rechten Gürtelbinde rum, bis ich ganz durch bin. So, ihr seht, ich bin jetzt ganz durch. Jetzt ist wichtig, dass wir uns gemerkt haben, wo wir den Gürtel am Anfang hingelegt haben. Den tun wir hier leicht raus. Und das Ende des Gürtels tun wir einfach jetzt mal so halten. Und das linke Ende, was wir rumgewickelt haben hier, das kommt jetzt unter zwei Schlaufen hier. Drunten, darunter, über die zwei Schlaufen kommt es jetzt drunter hindurch. Und jetzt ziehen wir es leicht an. Wichtig ist, dass ihr das nicht straff seht. Und jetzt lege ich dieses linke Ende, lege ich in die erste Schlaufe. Das ist auch wieder ganz wichtig, das ist auch wieder ganz wichtig zu erwähnen. Und das zweite Ende, das lege ich so hin. Das Beste, ich lege dieses rechte Ende lege ich in die Schlaufe plus in die zwei Schlaufen innen rein, so dass ich eine gerade Bindung habe. Und das Wichtige ist, dreht hier mit euren Handknöcheln so den Gürtel, dass das nach vorne dreht und dann zieht an. Und schon ist euer Gürtel viel schöner gebunden als das ganze Rumgewürstel.
Weil das schaut nämlich nicht gut aus. Wenn man mich jetzt von hinten anschaut, auch kein Gewürstel, was ich bei den meisten sehe. Und vorne. Das Schöne dabei ist, dass der Gürtel, der kann dir in der Stunde halt die komplette Zeit, wo du Judo machst, nicht mehr aufgehen. Weil es die sicherste Variante ist, zu Gürtel binden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen.